Ja, hallo und schönen Nachmittag hier aus Chepetivka, heißt es wohl, wie auch immer man das ausspricht. Ja, unser Truck hat sich hier in schöner Gesellschaft eingefunden, zwischen Fässern und einem großen Tank, der genauso rostig ist wie mein Truck. Wir haben hier geladen inzwischen und haben eine kleine Tour noch übernommen. Es ist schon Nachmittag jetzt. Aber das können wir jetzt heute noch relativ locker machen. Ich erzähle euch gleich noch, was so zwischendurch noch passiert ist. Aber vorher schauen wir uns wie gewohnt erstmal den Truck an, mit dem wir hier unterwegs sind. Das ist ein Graz 258 mit einem 6x4 Fahrwerk, 710 PS, einem 12-Gang-Retardergetriebe und 1200 Liter Tank. Und unser kurzer Auftrag lautet 19, knapp 20 Tonnen Leitplanken nach Zhytomyr zu transportieren. Das sind nur 130 Kilometer, also gute 2 Stunden werden wir da wohl unterwegs sein. Und es ist jetzt schon 3:30 nachmittags, also ist das ganz okay. Da kommen wir zu einer Zeit am Zielort an, wo ich mir dann noch ein Plätzchen zum Übernachten suchen kann. Und dann sehen wir weiter. Ich erzähle dann unterwegs noch eine Kleinigkeit, was so zwischendurch passiert ist. Route calculated. You may now follow the calculated route. Ja, wir stecken jetzt hier mitten in der Ukraine und ich hatte jetzt die letzten Tage so gut wie keinen Handyempfang mehr. Das war damals zu der Zeit noch nicht so üppig. Und ja, und der Steuerberater hatte schon seit gestern versucht, mich zu erreichen. Und das ist ihm nicht gelungen. Hat jetzt hier erst, als ich hier in diesem Städtchen angelangt bin, hatte ich dann mal wieder Handyempfang. Und was hat der jetzt? Das muss ich erstmal hier ein bisschen aufpassen, was der Kollege hier veranstaltet. Ja, wie gesagt, hatte ich jetzt erst heute hier dann wieder Handyempfang und ja, es gibt da noch ein paar Problemchen mit irgendeiner offiziellen Stelle in Rumänien, wo ich dann noch mal persönlich vorstellig werden muss. Das ist natürlich jetzt richtig blöd, weil ich bin ein paar hundert Kilometer von Jassy entfernt. Ich muss jetzt schauen, dass ich mal noch den einen oder anderen Auftrag bekomme, der in die Richtung dann wieder führt, dass ich dann mal wieder zu Hause aufschlage. Und ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe den Steuerberater gebeten, da mal zu intervenieren und ein bisschen mitzuteilen, dass ich da jetzt noch unterwegs bin hier im Ausland. Und was ist das denn hier für eine Straße? Oh, holla, Freunde der Nacht. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen langsamer fahren. Meine Güte. Jetzt wird es noch holprig hier. Erst war es wellig, jetzt wird es holprig. Ja, mach den nicht ins Hemd, Junge. So, jetzt hoffe ich, dass wir jetzt wieder ein bisschen glatt fahren können hier. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt den Steuerberater gebeten, da mal zu intervenieren. Und für mich so ein bisschen eine Fristverlängerung rauszuschinden. Und ich hoffe, dass ich dann in ein, zwei Tagen das schaffe, nach Jassy zurückzufahren. Ich möchte jetzt da nicht einfach rüberdüsen, weil, wie gesagt, es kommt jetzt momentan auch auf jeden Euro an, den ich hier einfahren kann. Und wenn ich da jetzt ein paar hundert Kilometer leer fahre, kostet das richtig Geld.
So, oh Mann, die Straßen werden ja überhaupt nicht besser hier. Solche Straßen sind dann auch 170 Kilometer schon eine ordentliche Strecke. Get ready to turn right. Ja, so einen schönen Drop gehabt. Ja, es geht schon hier los. Meine Güte, hier habe ich mir eine tolle Strecke gerade ausgesucht. Turn right. Sonst wären sie hier mit ganzen Panzerkolonnen drüber gefahren. Die Straße hätte es übel genommen. Aber Porsche Cayenne fährt auch hier rum. Gleich noch seinen Spaß haben mit dieser Straße. Ich hoffe also, dass dieses Amt da in Jersey mit mir gnädig ist. Ich habe gar nicht so richtig verstanden, was das für ein Amt ist. Ich muss da noch irgendeine Unterschrift leisten und vermutlich auch dann nochmal eine Gebühr bezahlen. Das ist ja, um was es meistens hauptsächlich geht. Umso mehr brauchen wir die Frachtaufträge. Ich kann nur hoffen, dass ich dann irgendwo zumindest einigermaßen in die Gegend dann heute oder morgen früh dann einen Auftrag finde. Und dass ich nicht zu viel Kilometer leer fahren muss. Was sind dann so alles die Schwierigkeiten in einem fremden Land und wenn man quasi als Einzelkämpfer unterwegs ist? Kann nicht überall sein. Der Steuerberater hat zwar Vollmachten für allen möglichen Kram, aber manche Dinge muss man dann eben doch noch persönlich übernehmen oder erledigen. Kommt noch die Sprachbarriere hinzu. Get ready to turn left. Turn left. Ich bin ja ganz froh schon, dass es hier in, oder nicht hier in der Ukraine, sondern in Rumänien nicht so eng gesehen wird mit der technischen Zulassung des Fahrzeugs. Ich meine, er ist jetzt technisch in Ordnung, aber er sieht halt immer noch ziemlich mitgenommen aus und ich denke mal in Deutschland
hätte ich da keine Zulassung bekommen. Ja, ich glaube, wir sind jetzt gleich schon da. Ja, 170 Kilometer geht halt schnell. Schon unser Zielpunkt in Sicht. Get ready to turn right. Dann bedanke ich mich schon mal bei euch, dass ihr auf dieser sehr kurzen Tour dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und ich erzähle euch dann morgen, wie es dann weitergegangen ist. Ich kann nur hoffen, dass ich morgen früh dann hier aus dem Städtchen einen entsprechenden Auftrag finde, der mich einigermaßen Richtung Rumänien wiederbringen wird. Ich hier dann irgendwann heute noch rauskommen sollte. Get ready to turn right. Turn right. Gucken wir mal, hier müssen wir rein, ne? Hier müssen wir rein, durch dieses Tor. You have arrived at your destination. Gezirkelt. Ja, also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und jeglichen Kommentar auch dazu zur gesamten Serie, wie euch das bisher gefallen hat. Ist ja schon die 6. Folge jetzt und so ein bisschen einen Eindruck könnt ihr ja schon gewinnen. Ich versuche das dann auch immer ein bisschen mit ein bisschen Fleisch zu füllen, was da so rundherum noch passiert und hoffe, dass euch das ein bisschen Spaß macht. Ja, vielen Dank nochmal fürs Dabeisein. Passt auf euch auf und habt eine gute Zeit. Bis demnächst. Tschüss.